So, heute mal wieder ein Movie von mir. Motor. Schallo. Also, es ist so, wir sind jetzt frühstücken in der Sol Cucao im Chili Inn. Jawohl. Und das schaut gleich mal um, wartet. Das werdet ihr alle kennen hier. Und hier vorne ist dann, ja, hier geht es so rum, zack. So, ich halte mal drauf, also ist nicht viel los, da sitzen drei, da sitzen drei, da sitzen drei. Aber das Schild-In ist voll. Wir waren die Tage schon mal zum Abendbrot hier und deswegen haben wir jetzt hier kurz gehalten. Also im Prinzip ist so, Abo wäre nicht schlecht. Daumen nach oben da lassen, ansonsten wisst ihr ja, mein neuer Kanal. Boah, Alter, das erste Mal sofort geklappt, wegen Spiegel verkehrt. Und ja, Essen ist da, da freuen wir uns. Und das ist so, wir müssen essen. Also, wir haben uns jetzt Frühstück bestellt. Gleich mal im Vorfeld. Ist so, wenn ich Hunger habe oder wenn ich Essen tue, dann suche ich mir ein Restaurant aus, was mir gefällt und wo es mir schmeckt. Ich bin nicht derjenige, der losläuft und sagt, ich nehme das Billigste. Weil das Billigste muss nicht immer das Beste sein, das Teuerste auch nicht. Also hört mir auf, ständig dann, wenn ich so ein Movie mache, drunter zu schreiben, wo es billig ist. Ich finde es hier wunderbar, ich finde es hier perfekt und vom Preis ist auch super. Ich habe bezahlt, also wir haben, das ist unser Frühstück, also wir teilen uns ja mal eins, das ist nur ein Teller. Zwei Bratwürste, Schinken, Eier, Kartoffelpulver, Kaffee und Orangensaft. Ansonsten noch Honig, wir kriegen ja extra Honig, extra für Otto. Und wir sind ja sehr, sehr zufrieden. Ich habe jetzt schon Wiener Schnitzel gegessen. Boah, das war richtig lecker und riesengroß. Also, Ruhe. Ja, es ist so, dass ich zeitweise ein bisschen unentspannt bin. Aber was Einkaufen betrifft, das ist natürlich für mich immer sehr, sehr schwierig, weil... Also, wir wollen wegen dem neuen Kanal... Rutsch da ran. Soll ich dran rutschen? Ja, da rutscht man nicht da ran. Oh, wieder dran. So. Okay, Mai. So, also wir wollten, wir haben einen neuen Plan. Also wir haben ja viele Pläne. Und zwar wegen dem neuen Kanal. Und zwar wollten wir jetzt Spielzeug kaufen, wo wir basteln können. Dass man das vielleicht zu Hause macht. Ja, jetzt ist es so, in dem ersten, wir waren im Zentral, wir waren im ersten Spielzeugladen drinnen. Ja, was soll ich euch sagen? Drei Frauen mit dem Telefon und keine Reaktion. Ich sage hallo, keine Reaktion. Sie haben auf ihr Telefon gestiert. Ja, jetzt sind wir woanders hin, da habe ich gesehen, da gibt es Spiele. Und dann habe ich ihnen eine Movie gezeigt und Bilder, was ich will. Also ich will was für Otto zu basteln. So, dass die Mutti mit Otto sich hinsetzt und bastelt und ich filme. Und dann könnte ich schwatzen, dann habe ich keine Probleme mit Musik und hin und her. Ich würde sagen, ehrlich sagt, wir gehen in die Werbung. Schmeckt dir das Essen besser wie gestern? Ja? Na, dann gehen wir öfters hierher. Ja, obwohl es auch wieder Käse wäre, es ist ja ganz schön weit. Wir sind ja 6 oder 7 Kilometer, 20 Minuten Fahrt. Ja, egal jetzt. Werbung. So, hier ist er wieder. Also in dem einen Geschäft, die haben gar nicht reagiert. In dem anderen Geschäft habe ich Bilder und alles und habe ihnen das gezeigt.
Sie haben sowas, da hinten haben sie das. Ja, da bin ich nach da hinten gelaufen, habe auch wieder rumgeguckt, habe auch wieder jemanden gefragt und hört mir jetzt auf mit, ich kann kein Englisch, ich habe mich darum in England unterhalten, hat alles verstanden. Ich habe dann meine Frau angerufen, habe ihm das Telefon hingegeben und sie hat es ihm erklärt. Seine Antwort, haben wir nicht. Also ich setze euch, wenn das fertig ist, gleich Movie rein. Gleich im Anschluss an dem, sie haben ja gehabt. Das ist natürlich für mich sehr unverständlich. Also auch in dem zweiten Laden stand ich wieder drinnen. 3, 4, 5 Minuten alleine und keiner kommt. Wenn die teils am Telefon sind, sind die am Telefon. Das interessiert die gar nicht. Ich glaube, die überlegen nicht, wenn keine Leute mehr dort einkaufen, dass sie Läden zumachen müssen. Naja, das interessiert ja die Angestellten nicht. Jetzt den nächsten Laden. Egal. Also, wir sitzen jetzt hier. Meine Frau ist auf dem Markt. Ich sollte ein bisschen einkaufen. Und wir relaxen jetzt hier und erwarten auf den Anruf. Ist natürlich sehr, sehr traurig. Ist natürlich sehr, sehr traurig. Wenn man hier, also ich werde nur noch bestellen über Katalog und dann bin ich mir immer auf der sicheren Seite. Da muss ich zwar 2 Wochen warten, aber die Arbeitsmoral der Thais lässt ganz schön zu wünschen. So, ich würde sagen, jetzt kommt das Movie noch und dann gucken wir mal, ob wir heute noch irgendwo im Bixi vielleicht was kriegen. Also, bis dann. Haben wir da alles. Es ist unfassbar. Alles da. Alles zum Basteln mit Knete. So, jetzt hat er gegessen, jetzt ist er entspannt. Wir holen jetzt meine Frau ab und dann gehen wir mit der Dame. Und dann werden wir mal sehen, was rauskommt. Also wir werden dich ja mitnehmen und dann werden wir mal gucken. Also hier ist es sehr schön, weil die Damen auch mit Otto geigeln. Also wir haben ja hier so einen Knopf, wo wir den Kellner rufen können. Jetzt muss man schnell Rechnung bezahlen. Hier sind wir wieder. Oh, was ist hier wieder los? Ja, es gibt Typen wie drüben. Ja. Okay. Ja, halb small dick. Yeah! So, oh, sorry. Hab ich mich wieder daneben verbenommen. Also, ja, ich weiß nicht, da ist sie doch. Da. So, wir gucken mal. Wo ist sie hin? Wir sind hier, aber man sieht auch schon hier. Hier haben wir eine Person, Zweier, Dreier, Vier, Fünf. Du kannst ja hier sitzen bleiben. So, wo ist sie hin? Da ist sie da. Man sieht sie nicht. Da ist sie. So, also. Ich bin ja bei Tukum ein Stückchen weiter, ich glaube 50 bis 100 Meter. Und ja, wir müssen Kosmetik kaufen. Deswegen waren wir kurz hier drin. Aber ja, ich bin nicht so der Einkäufer, deswegen warte ich lieber draußen. So, mal gucken, ob die Verrückte noch da ist. Nee, gut, da kann ich mich wieder reinsetzen. Ja. War natürlich eigentlich sehr schick, dass ich drauf gehalten habe, aber ist jetzt so, wie es ist. Wir gehen das Movie raus. Also, ein Mac von mir. So, ja, es gibt auch anständige Leute, die haben hat jetzt hier gewartet, bis ich fertig bin mit den Aufnahmen. Aber ich habe gesagt, ich filme ja nur auf mich. So, also, mal sehen, was wir eingekauft haben. Ich würde sagen,
Witz des Tages! Alle Kinder haben es begriffen. Außer Sepp. Das war der Depp. Wow. Yeah. Oh. So, ja, immer mal typisch wieder hier am Telefon. So, und jetzt gucken wir mal, was wir alles haben und brauchen. So. Was ist vor mir? Not for me. Or had a honey. Ja, we're eating now. Das ist alles für Mutti, glaube ich. Zeig mal her, was steht denn drauf? Anti-Haarfall, ja, ja. Damit die Haare nicht ausfallen. Ach so, ja, das ist deins. Oh, sorry. Und ist es so, dass Otto Läuse hatte, also bei mir gehen die Läuse gleich weg. Bei ihr auch. No App hier vor. So, und zwar ist es so, die in der Schule haben Läuse. Ich kann mich jetzt noch entsinnen, wo die Kleine, also vom Bruder, die Schwester, auch die hatte. Im Prinzip ist es so, dass eben die Schule sich nicht drum kümmert. Also es gibt auch Leute, die sich da auch so nicht drum kümmern. Das heißt, es gibt ein paar Schüler, die immer Läuse haben, wo die Eltern auch nichts dagegen unternehmen. Deswegen haben wir jetzt Haarwäsche für Otto direkt gekauft. Und dann müssen wir den jeden, also wenn der von der Schule kommt, die Haare waschen. Ansonsten weiß ich nicht, wie wir es machen wollen, weil die in der Schule, das wird nicht kontrolliert oder irgendwas. Das interessiert die Lehrer auch irgendwie nicht. Und ja, das müssen wir irgendwie zurechtkommen. Deswegen haben wir es jetzt mal, versuchen wir es mal so. Ist natürlich sehr traurig. Aber ist natürlich auch traurig. Ich habe es gar nicht mitgekriegt. Da ist zwar nachts immer munter geworden und hat hier so gemacht. Aber ich habe das nicht irgendwie, wie gesagt, in der ersten Hälfte meiner Lebenszeit hat ja meine Frau die Kinder betreut, meistens, und ja, ich muss mich da erstmal reinfuchsen. So, also ich würde sagen, wir gehen noch mal rein, ich weiß ja nicht, wo die bleiben, die Guten, aber er ist da hier. Yeah, willst du nicht mal da Helm absetzen? Ja, wir wollten ja eigentlich schon weg sein, ne? So, ich halte nochmal auf die Straße drauf. So. Also ihr seht, es ist auch so nicht viel los. Komm her, Auto, wir haben hier ein Spielzeugladen. Da gehen wir mal gleich reingucken. Ja, warte. So. Ja, ich kann mich noch entsinnen an diese Straße hier, da hat man früher echt Probleme gehabt, lang zu laufen. Was natürlich sehr schön ist, man hat hier alles neu gemacht. Ihr seht hier die Bordsteine alle neu. Und da ist es doch schon. Ist es schon fertig? Finish? Are you happy for Konglen? We go inside, ne? Oh, what you have for class? You have new class? 50 Baht, yeah. Also. This lady speak original, dann ist es original. Wenn die Verkäuferin sagt original, dann ist es original. So, ich würde sagen, das war's erstmal. Bleibt mir ja gesund, bleibt mir ja treu und
Ja, sind alle glücklich. Was ist so hier? Yeah. So, mach.